Bitte. Hören Sie mir auch wirklich zu. Mein Name ist Manske, ich bin der Polizeiführer heute. Ich freue mich, dass Sie hier so friedlich. Warum wir das hier so seltsam machen? Das ist kein Gebet, sondern das dient auch die Schwerhörigen, in der letzten Reihe jedes ihrer wichtigen Worte. Versuchen wir kurze Sätze zu sprechen. Wie ich gerade gehört habe, ist das hier eine Versammlung. Da Sie die Versammlung vorher nicht angemeldet haben, kann es nur eine Spontanversammlung sein. Ist das eine Spontanversammlung? Ja! Nein, er hat nichts zu sagen. Seid nicht so böse, lass ihn noch reden. Lass ihn reden. Braucht eine Versammlung? Mike check. Mike check. Die Sache ist. Das Spielchen läuft so nicht. Freie Individuen kommen zusammen. Wirkt das Versammlungsgesetz nicht. Unser Prinzip ist, dass wir keine Führer haben. Wir sind alle die Führer. Dann gebe ich Ihnen die Gelegenheit, noch einen Moment zu sitzen, die Sonne zu genießen. Und dann werde ich meine Kräfte bitten, Sie nach Hause zu geleiten. Welcher Rechtsgrundlage? Vertreiben Sie uns! Und nicht andere!
Wir sind ohnehin schon großzügig. Wir sind ohnehin schon großzügig. Ich wiederhole nochmal. Dass dies keine Versammlung nach einem Versammlungsgesetz ist. Jeder von uns ist als Individuum hier und das ist ein Zufall, dass wir hier sind. Herr Wanske, wenn Sie die Versammlung, die keine Versammlung ist, auflösen wollen. Dann haben Sie sicherlich auch Polizeikräfte. Zur Verfügung. Uns auf einem Spaziergang zu begleiten. Wir wollen nämlich gerade alle zusammen zum Pariser Platz laufen. Und dann vielleicht auch später nochmal einen kleinen spontanen Spaziergang machen. Natürlich zusammen mit ihren Polizeikräften. Eventuell zurück zum Pariser Platz. Ist das eine Möglichkeit? Lass die Leute antworten. Demokratie! Ich bin der Anwender. Wir machen jetzt Bürokratie. Also wir haben jetzt hier gerade mit dem freundlichen Herrn von der Polizei und Herrn Manske. Darüber gesprochen. Ob wir einzelne kleine Versammlungen anmelden können. Die rechtliche Lage ist wohl so, dass es einen Versammlungsleiter und zwei Versammlungsteilnehmer benötigt. Wir müssen uns also jeweils zu dritt zusammenfinden und unsere Versammlungen hier bei der Polizei anmelden. Allerdings hat Herr Manske sich gerade noch etwas Bedenkzeit erbeten. Also würde ich vorschlagen, egal was heute passiert, dass wir uns hier jeden Samstag und Sonntag treffen. Täglich. Jeden Tag. Aber trotzdem, wir sind aber noch Leute.